Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwert. In der letzten Folge sind wir hier Route 3 und haben die Galar-Mine gemacht. Und da hinten sehen wir schon die allererste Arena, die ich recht spät erreiche irgendwie. Und ich habe eben schon gesehen, hier, der Baum ist wieder gewachsen. Deswegen werden wir einmal diesen schönen Baum rütteln. Und wir werden heute auf jeden Fall, ich schüttel wieder zweimal. Zweimal müsste drin sein, ja, ja. Aber das ist genügt doch. So, ein paar Bären. Immer wieder schön. Ja, wir werden auf jeden Fall heute die... Danke, danke für den ganzen Bären. Die Arena da machen. Ansonsten war hier, glaube ich, unten noch irgendwie ein Pokéball. Oh Gott, ich will nicht kämpfen. Aber hier war ein Pokéball. Da links ist doch ein Pokéball. So, und ich weiß gar nicht. Ein Schutzband. Ein Item zum Tragen. Reduziert Begegnungen mit einem wilden Pokémon, wenn der Träger an der Spitze deines Teams steht. Ah, also quasi wie ein Schutzspray. Nur, oh fuck, für Pokémon. Als ob du mich über die Mauer angreifen kannst. Also das denn? Seit gut 50 Jahren trainiere ich jetzt schon Pokémon. Na, willst du dir ein Bild von den Früchten meiner Arbeit machen? Du bist doch keine 50 Jahre. Lüg mich doch nicht an, du Pokémon-Züchter. Du bist vielleicht 8 Jahre oder so. Der Amon. Naja, vielleicht hat er sich ja einen Amon-Jack oder sowas reingelegt. Ich habe gehört, das soll verjüngernd wirken. Also vielleicht ist er doch schon so 60 oder so. Ein Fritzelblitz hat er aber nur... In 50 Jahren hat er sein Pokémon nur auf... Ach du Scheiße. Auf Level 15 gebracht und ich merke gerade, ich hätte vielleicht mal in ein Pokémon Center oder sowas reingehen sollen, weil wir haben hier überhaupt keine Einäschern-AP mehr oder so. Und vor allem JC ist auch einfach an erster Stelle. Ich habe auch gar nicht geguckt, wie viele Leben er hat. Was für ein Level ist JC überhaupt? Hält er sowas überhaupt aus, so ein Silberblick? Okay, den Silberblick hat er gerade noch ausgehalten. Dann äscher ihn mal ein, Jay. Dann äscher ihn einfach mal ein. Hast du gut gemacht. So, ich hoffe, dein Frisselblitz... War der nicht zu sehr an dein Herz gebunden? Denn es ist jetzt einfach tot. Ein Loturzel war, glaube ich, ein Wasser-Pokémon, wenn mich nicht alles irrt. Deswegen nehmen wir Nickel. Was hat der denn? Wieso hat Nickel ein Pokéball? Ah, trägt das Pokémon kein Item bei sich, hebt es den Ball aus dem ersten gescheiterten Fangversuch des Kampfes wieder auf. Das ist ein Pokéball, den wir benutzt haben. Nickel hat eine Fähigkeit, benutzte Pokébälle wiederzuholen. Das ist ja witzig. Zumindest den ersten. Ist auch so eine Sache, die ich sowieso nicht verstehe. Warum heben die Pokebälle nicht einfach wieder auf, nachdem sie sie geworfen haben, wenn das nicht funktioniert hat? Verstehe ich nicht. Die lassen sie einfach liegen. Wie viele Pokéball-Müll einfach in der Welt von Pokémon rumliegen muss. Das ist wie beim Golfen. Da verschießen sie doch auch andauernd Golfbälle und keiner kümmert sich, die wieder aufzusammeln. Ich glaube, ich wäre in einer Pokémon-Welt so ein Typ, der einfach überall nach Pokebällen sucht und die dann wieder verkauft. Mache ich auch einige mit den Golfbällen tatsächlich. Sind ja jetzt auch nicht so wenig wert. Ich glaube sogar für jeden Golfball kriegt man so einen Euro oder so. Wenn man die dann da einsammelt und bei den Clubs wieder abgibt. Irgendwie so. Keine Ahnung, vielleicht erzähle ich auch gerade voll den Bullshit. So, und Nickel, du musst jetzt dringend mal eine neue Elektroattacke lernen. Dein Wangenruppler ist irgendwie nicht so ganz toll. Und anscheinend ist es auch nicht sehr effektiv gegen das Viech. Warum das denn nicht? Der ist doch hundertprozentig... Was? Ah, okay, er ist wahrscheinlich auch Pflanze. Und gegen Pflanze ist das wieder nicht sehr effektiv. Merkwürdig. Pflanzenwasser-Pokémon. Okay, ich hoffe, wir werden noch einmal kurz geheilt, bevor wir gleich... Ja, ich meine nicht dich, Loturzel, ich meine meine Pokémon. Oh nein, jetzt dauert das doch wieder 8 Milliarden Jahre. Toll, ich glaube, Nickel überlebt das halt nicht mal. Gut, dann Nickel müssen wir auch nochmal austauschen. Kommt halt Sonnenkur wieder rein. Sonnenkur ist auch sehr cool. Sonnenkur. Gut, der ist paralysiert. Und du pflückst den jetzt weg und dann ist er doch tot, oder? Er ist auf jeden Fall heftiger, das Loturz. Ich habe nichts gesagt. Das ist sehr effektiv, weil der Pflanze ist? Aber Flug ist doch nicht effektiv gegen Pflanze. Bin ich jetzt vollkommen bedämmert? Okay, ich glaube, Nickel wird sich jetzt auch entwickeln, tatsächlich. Bin ich mal gespannt. Und sie will sogar eine Elektroattacke lernen. Das ist ja sehr nett. Die sogar Damage macht. Ja, auf jeden Stateckel. Normal. Mach das mal, Nickel, das ist eine gute Sache. Das hilft dir im späteren Leben und kannst du in deinen Lebenslauf reinschreiben, dass du jetzt eine zweite Elektroattacke gelehrt hast. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, waren es vielleicht auch nicht ganz 50 Jahre. Na gut, ich werde mich einmal kurz heilen, bevor wir hier weitermachen. Aber nicht etwa im Pokémon Center, sondern bei ihr hier. Das war irgendwie super dumm, weil da unten ist auch das Pokémon Center. Egal. Da holen wir uns aber kurz einen Dick da. Ist der Dick da? Ja, Dick da ist da. Gut, ich wusste, dass wir gegen ein Dick da kämpfen und habe trotzdem mein Mameo nicht nach vorne gepackt. Das ist natürlich auch nicht so schlau. Naja, Jay, dann zeig mal, was du kannst. Ich glaube übrigens, Jay wird gleich richtig krass... Oh mein Gott, was?
Bitte hören Sie auf damit. Okay, damit hätte ich rechnen können, dass natürlich Gestein sehr gut gegen Feuer ist. Okay, Jay muss mal wieder ausgewechselt werden. Meine Fresse. Aber Jay wird gleich glänzend in der Arena drinnen. Weil wenn das wirklich Pflanze ist, pures Pflanze, ohne so ein Wassergedöns wie das Lotus-Ding da eben, Loturzel, dann glaube ich... Meine Fresse, was kann denn Dick da für krasse Attacken? Dann wird aber Jay auf jeden Fall gleich zeigen, was er so kann. Krasses Teil, ey. Okay, eine Aquaknarre, wir wollen es natürlich auch fangen. Ist die Kannst du mal aufhören? Die Attacke sieht viel zu krass aus und macht auch viel zu viel Damage. Und senkt doch die... nur die Initiative, okay. Wenn es dann gleichzeitig noch die Verteidigung senken würde, das wäre ja richtig heftig. Ja, Kacke, ist tot. Ja, Kacke. Ja, Bullshit. Okay, wir müssen auf jeden Fall Memeo nach vorne packen, sonst ist Jay gleich tot und das wäre nicht so geil. So, ich will nicht kämpfen. Dickter, komm mal rüber hier. Ja, du hast mich doch schon gesehen. Dickter, komm her. Bevor ich gegen dieses Evoli da kämpfe. Ist das ein Pikachu? Moment. Ich habe da doch ein Pikachu gesehen, oder? Du bist ein Pikachu. Ja, wir haben ein Pikachu. Geil, ey. Ich will auf jeden Fall ein Pikachu haben. Okay, das ist sehr gut. Dann gibt es in dieser Ebene nicht nur ein Evoli, sondern halt auch ein Pikachu. Jetzt ist natürlich wieder mein Memeon richtig scheiße gegen so ein Pikachu. Mann, was ist denn das hier alles? Sonko ist auch schlecht gegen Elektro. Ich habe irgendwie nur schlechte Sachen gegen Elektro. Kann das sein? Komm, Lisi. Ich glaube, so ein Sahne-Ding ist ganz okay gegen Elektro, oder? Hat ganz gute Leitfähigkeiten, wenn mich nicht alles irrt. Ist ja doch sehr wasserhaltig, so ein... Ja, easy. So ein Sahneklumpen. Dann setzen wir einfach mal Bitterkuss ein. Dadurch wird er nämlich eventuell paralysiert oder verwirrt zumindest. Ja, verwirrt, glaube ich. Ich liebe dich, Pikachu. Liebst du mich auch? Ja, er liebt mich auch. Jetzt ist er verwirrt. Hä? Wieso liebt mich so ein Sahne-Ding? Das ist ja richtig komisch. Und dann setzen wir eine Fassade ein, weil jetzt macht es mehr Damage. Dadurch, dass das Pikachu eine Statusveränderung hat. Und er trifft sich sogar selber. Was für ein dummes Pikachu. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das wirklich haben möchte. Oh Gott. Okay, perfekt. Statik? Okay, krass. Wenn man den angreift, dann kriegt man eventuell Statik oder was? Okay. Pokémon los! Bevor er sich gleich nochmal verletzt und selber umbringt. Pikachu, sei nicht dumm und bleibe im Pokéball. Bitte. Sonst bringst du dich noch selber um. Das will doch keiner. Danke. Pikachu, Maus-Pokémon. Je stärker die Elektrizität ist, die Pikachu produziert, desto weicher und elastischer sind seine Beckentaschen. Oh. Ich mag weiche Sachen sehr. Hier sind nur noch komische Pokémon, da glänzt wieder irgendwas. Eine Kraftwurzel. Eine bittere Wurzel, die KP eines Pokémons um 120 Punkte auffüllt. Krasser Scheiß. Nur komische Mauzis, die will ich nicht. Aber wir müssen nochmal gegen so einen Dickter kämpfen. Ja, komm her, kleines Dickter. Na los, nicht du! Dickter soll herkommen. Okay, ich habe die Befürchtung, wir müssen erst kämpfen. Ich kann mich nicht hinter dem durchschlängeln. Na gut, hallo, kleines Evoli. Du bist ja gar kein Evoli. Ein wildes Pokekind erscheint. Ist das süß. Evoli. Und sie hat einfach kein Evoli, sondern ein Hokumil. Alles klar. Wenn ich so ein Evoli-Fan bin, dann würde ich doch auf jeden Fall auch ein Evoli im Team haben. Naja. Dann einfach mal ein Sternschauer. Sollt lang. Nicht ganz. Lockduft. Was macht das? Oh oh. Das ist auch so eine Sache, die ich richtig komisch finde an diesem Pokémon. Wenn die Kamera so rumschwenkt zu deinem Pokémon, dann erscheint der Trainer immer erst im Nachhinein. Also das Spiel merkt zu spät, oh, da müsste er ein Trainer sein. Das heißt aber auch, der Trainer ist nicht geladen, während man nur die Pokémon sieht. Ganz komisch programmiert irgendwie. Wow, die hat nur ein Hokumil gehabt. Was, schon vorbei? Ja, wenn du nur ein Pokémon hast. Aber wie es dich freut. Warte. Ja gut, lass kämpfen. Oh, der ist sogar Level 17. Das Dick davon eben war nur Level 15. Und er stirbt einfach trotzdem instant. Geil. Das ist ein bisschen belastend. Okay, könnte vielleicht noch ein Dick da irgendwie hier ankommen? Ja, also anscheinend kommen hier keine neuen Dick das. Oh. Olli, bleibst du wohl hier geblieben? Olli! Ich wollte gar nicht weitergehen, ich wollte noch nach rechts gehen. Jetzt kommt Hopp oder was? Nee, irgendwie anders. Okay. Der Typ. Lol, das ist doch sogar der Arenaleiter hier. Wolli ist mit dir zusammengestoßen und stehen geblieben. Hab ich gern gemacht. Ich hab dein Wolli gerne aufgehalten. Krieg ich jetzt eine Belohnung? Deinen Arena-Orden zum Beispiel. Oh je, ist alles in Ordnung? Das hat einen ganz schönen Knall gegeben. Hey, warte mal. Du bist doch ein Arena-Challenger, oder? Nein, wovon reden Sie? Ich bin hier nur auf der Durchreise. Ach, mir machst du nichts vor. Ich habe dich doch bei der Öffnungszeremonie gesehen. Mein Name ist Jarro. Ich habe keine Nase. Meine Arena, ist die da unten? Ist das nicht super toll? Na gut, ich gehe dann mal. Bis gleich. Wolli, Wolli.
Immer diese Zufälle hier. Immer noch kein Dick da. Ich habe ein Evoli gehört. Ich habe ein Evoli. Was ist das da? Das ist auch irgendwas Interessantes. Ne, wieder nur ein Voldi. Verdammt. Damit kann ich nichts anfangen. Tschüss, Voldi. Boah, irgendwie geht's mir heute nicht so gut, Leute. Da oben ist irgendwas drauf. Könnte daran liegen, dass ich gestern Volleyball gespielt habe und irgendwie ein bisschen übertrieben habe und heute alles wehtut. Aber weiß man nicht, ob es daran liegt. Hier war irgendwo ein Evoli. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich will nur die Evolis. Da liegt auf jeden Fall noch irgendwas. Und das Ding da leuchtet. Können die mir hier auch was geben? Okay, ist das ein Voldi? Blitzelt das einfach so von sich aus? Das sah eben so aus, als wenn das geblitzelt hätte. Aber ich dachte, dass man nur in der Naturzone was bekommt. Ja, ich bin mal gespannt. Bringt er mir jetzt Watt oder nicht? Doch, 200 Watt. Okay. Okay, krass. Also man kann das wirklich überall bekommen. Das ist ja sehr interessant. Hier liegt noch mehr. Ein Sonderbonbon. Das lässt ein Level aufsteigen. Naja, kenne ich doch. Lass mich doch mal alle in Ruhe. Ich will nur Evolis, wenn es die hier gibt. Da ist ein Evoli. Hallo Evoli, du darfst gerne zu mir kommen. Dich habe ich lieb. Davon brauchen wir ganz viele. Pokéball, Flieg und Sieg. Das wäre dann Evoli Nummer 3, nicht wahr? Eins haben wir, glaube ich, sogar ein Team. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, zu was ich meinen Evoli machen will. Sind eigentlich alle ganz geil. Früher war meine Lieblings-Evoli-Verwandlung Nachtara tatsächlich. Aber es gibt ja auch so viele andere coole. Für welche Weiterentwicklung von Evoli seid ihr denn zum Beispiel? Dann würde ich mich vielleicht an euch halten. So, hier ist bestimmt auch noch ein Pokéball, sag ich doch. Was? Spitzenschnabel? Das ist ja brutal. Ein Item zu tragen, ein langer, scharfer Schnabel, verstärkt Attacken von Typ Flug. Ja, why not? Kann man ja einfach mal dem Sonquow geben, dann ist er noch ein bisschen krasser. Hier brauchen wir irgendwie eine Angel. Haben wir schon eine Angel? Wir haben von Anfang an eine Angel? Und das sagt mir einfach keiner? Muss ich im richtigen Moment A drücken? Ein Carpador! Oh mein Gott! Ich hätte nicht gedacht, dass es sowas noch gibt. Carpador! Krasser Kack. Level 13. Oh mein Gott, wie soll ich das bloß besiegen? Kann der hier auch nur Platscher? oder kann der krassere Sachen? Das ist sogar ein Volltreffer. Bewegt er sich jetzt weniger? Lol, er bewegt sich wirklich langsamer, oder? Weil er jetzt im roten Bereich ist? Ist ja mega krass. Gut, da kann man ruhig mal ein Pokéball für einsetzen. Oh, ich habe irgendwie voll die Bauchschmerzen. I don't know. Mega weird alles. Wir haben das stärkste Pokémon von allen gefangen. Also eigentlich haben wir jetzt schon gewonnen. Wir könnten all unsere Pokémon raustun und einfach nur Carpador ins Team packen. Und hätten einfach schon gewonnen. Wie auch der Text vom Fisch-Pokémon Carpador schon sagt, es ist nutzlos, was Kraft und Geschwindigkeit angeht. Dieses Pokémon ist das schwächste und erbärmlichste der Welt. Wenn sogar der Pokédex das sagt. Autsch, autsch, autsch. Ich würde mich ja selbst umbringen, wenn ich ein Carpador wäre. Dabei entwickelt sich das zu eines der coolsten Pokémon, das es überhaupt gibt. Zu Garados, Spoiler. So, noch ein Pikachu, ja gerne. Sogar ein weibliches, das sieht man daran, dass seine Flossegenosse so eine Herzform hat. Ich glaube, das normale Pikachu ist dann nämlich steif, tatsächlich. Und passt ja auch zur männlichen Steifheit, glaube ich. Oh, passt doch, oder? Ich glaube, mit dem Klaps würden wir ihn töten. Wir probieren es mal so mit dem Pokéball. Auch wenn er jetzt noch im gelben Bereich ist. Oh mein Gott, das funktioniert nicht. Was soll ich tun? Ja, einmal können wir es noch ausprobieren. Der ist aber eben schon sehr, sehr schnell aus dem Pokéball natürlich rausgekommen. Eins, zwei, drei. Ja, geht doch. Einfach nur standhaft bleiben und dann funktioniert das auch alles. Ich glaube, jetzt haben wir ein männliches und ein weibliches Pikachu. Ich bin ein Evoli. In mir steckt ganz viel Potenzial. Die Jenny. Ja, sie hat sogar ein Evoli. Schöne Sache. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Pflücker abzieht, weil wir haben denen ja jetzt einen spitzen Schnabel gegeben. Ist quasi wie bei den Hunden, dass man denen so einen Maulkorb gibt. Nur hier, statt einem Maulkorb, gibt man denen quasi Reißzähne. Oder im Maulkorb drin sind Reißzähne, die der Hund dann nutzen könnte. So haben wir jetzt unseren Sonquow richtig geilen spitzen Schnabel gegeben. Ja, dann pflück ihn weg. Ich glaube, Sonquow ist wirklich eines meiner stärksten Pokémon, die ich im Team habe. Weil, oh mein Gott, das klingt ja so süß, wenn es stirbt. Wieder ganz viele komische Mauzis, komische Fritzelblitzels, gegen die ich nicht kämpfen will. Hier ist noch ein Pikachu und ein Pokéball. Nadelrakete. Da ist noch ein Pikachu auf der rechten Seite. Könnte man auffangen, aber wozu will ich so viele Pikachus haben? Nee, nee, nee. Wir kämpfen hier gegen dieses Viech einfach. Oh, ich meine Pika!
Ist so süß, dass sie sich hier alle verkleiden. Der Sebastian da. Ein Wattzapf. Lol, das ist doch das Ding von Nestflo. Sein Zapfen-Dingsbums. Das kenne ich. Ich kenne das nur durch Nestflo. Wer den kennt, ist auch ein anderer YouTuber, der ganz viel Pokémon macht. Ich dachte, das ist ein Pokémon, das er sich selbst ausgedacht hat. Aber nein, das gibt's halt wirklich. Lol. I didn't knew that. Weil das ist ja auch irgendwie sein Maskottchen. Ein Mabula, das klingt irgendwie nach einem Geist-Pokémon. Aber nein, es ist einfach ein Käfer-Pokémon, was einfach richtig schlecht ist gegen Flug. Also alles perfekt für unseren Sonquo. Ja, auch One-Hit, easy game. Uhuhu. Jetzt, aber er ist ein Geist. Okay, das ist sehr interessant. Uhuhu. Hätte ich ja fast Angst bekommen. Okay, also anscheinend gibt es hier... lass mich alle in Ruhe, ich will nicht kämpfen. Nein, 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 nein. Will ich mal allein verfolgen. So, ich glaube, wir haben alles, was man... Nein, da begrenzt doch was. Was man hier aber so ein Pokémon... Nein, lass mich bloß in Ruhe. Was man hier so ein Pokémon bekommen kann. Vitalkraut. Ein bitteres medizinisches Kraut, das kampffähige Pokémon belebt und die KP vollständig auffüllt. Oh, das wird uns, glaube ich, auch noch helfen. Und ich glaube, außer dem Dicta haben wir dann hier alles gefangen. Aber die Dicta erscheinen leider nicht mehr. Das ist voll lame. Oh nee, da steht schon wieder Hopp rum. Hopp, lass mich doch in Ruhe. Oh Mann. Hey, Daisy, schau mal. Das Arena-Stadion von Tourfield. Ja, habe ich auch schon seit 40 Minuten gesehen. Danke. Sieht so aus, als müssten wir eine Weile warten, bis am Arena-Stadion etwas weniger Andrang ist, weil die anderen schon alle hier sind. Ach, und Sania will dich was fragen, Dizzy. Ich hab nicht ganz geschnallt, was sie von mir wollte, aber ja, geh mal einfach hin. Auf dem Hügel ist sie. Woi, woi! Das ist ja Sanias Voldi. Folg ihm einfach, der ist bestimmt ein guter Wegweiser. Ja, gleich. Voldi, du musst kurz warten. Hallo, hast du was für mich? Nein? Okay. Dann einmal Pokémon heilen. So, dann hatten wir ja noch ein paar Pokejobs auf jeden Fall. Oh, ID-Lotterie? Jeden. Einen Moment bitte. Verbindung zum ID-Lotterie-Zentrum hergestellt. Wenn die gezogene Losnummer die ID eines deiner Pokémon entspricht, hast du die Möglichkeit, großartige Preise zu gewinnen. Alles klar. Viel Glück bei der Ziehung. Oh nein, leider keine Übereinstimmung. Oh nein. Dann machen wir die ganzen Pokejobs abholen. Good job, Vogelteam. Denn diese Pokémon haben besonders gute Arbeit geleistet. Ja. Klar, waren sind ja auch meine Pokémon. Krass, wie viel XP das bringt einfach. Zur vollsten Zufriedenheit erledigt. Ist vollste Zufriedenheit eine 1 oder eine 2 in so einem Arbeiterzeugnis? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Tod will dir etwas geben. 300 Pokédollar. Ja. Das positive Feedback deiner letzten Auftraggeber hat dir neue Jobs eingebracht. Ja. Haben wir hier noch irgendwas mit Wasser? Good job, Wasserteam. Da ist halt gar kein Wasser-Pokémon bei. Die sollten irgendwas mit Bier machen oder so, ne? Und nee, Kaffee war das. Ja, war anscheinend nicht so gut. Aber man hat gar nicht rausgelesen, dass es da wirklich um Wasser geht. Ja, ja, bla bla. So, ein Monowail, was ging da ab? Ganz komische Pokémon. Normale Pokémon sollten da, glaube ich, rein, ne? Nur auch nur erledigt. Also auch nicht so geil. Schade, schade. Leidenschaft muss man sehen können. Aushilfen mit brennender Leidenschaft für Autos gesucht. Und wenn wir brennt sagen, meinen wir feurig brennend. Ich glaube, ich habe überhaupt gar keine Feuer-Pokémon. Außer Jay. Vielleicht Klonkett? Mehr oder weniger Feuer? Ihr macht das schon, ihr seid zwar alles keine Feuer-Pokémon. Und das Klonkett ist wahrscheinlich richtig scheiße gegen Feuer, aber tschüss. Wer läuft für uns Probe? Wir suchen Tester für unsere neuen Schuhe. Am besten wären Rabiate und Licht-Pokémon, die hemmungslos durch die Gegend rennen. Ja, Ranik kann da ja auf jeden Fall schon mal weg. Dann noch Foxuri und einfach 6-6. Okay, Team Unlicht. Tschüss, ihr macht das schon. Ranik, du hast die Verantwortung. Plotter Wassertransport. Wir suchen Wasser-Pokémon, die für uns Waren über das Wasser transportieren. Auch das nehme ich natürlich an. Ich habe jetzt sogar nur 3 Wasser-Pokémon, das sind meine einzigen Wasser-Pokémon neben Memmion. Ciao, ciao. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Pokebälle, also so 30 möchte ich auf jeden Fall immer dabei haben. Und dann sollten wir eigentlich dem Voldi folgen. Hier gibt es aber mehrere Wege überall hin. Okay, versperrst du uns den Weg, weil wir den ersten Arena-Orden noch nicht haben? Entschuldige, aber Team Gel hat mit seinem Unfug hier einiges an Dreck zurückgelassen. Es dauert noch ein kleines bisschen, bis alles wieder auf Vordermann gebracht ist. Also gedulde dich bitte ein wenig. Ja, wir müssen uns überall gedulden. Wir dürfen nicht zur Arena, weil da zu viel Ansturm ist. Hier ist einfach auch gar nichts. Da ist irgendwas. Ein Ewigstein. Sonst gibt es hier gar nichts. Da sind tatsächlich die anderen Trainer, die warten. Das ist auch anstrengend, ne? Als Arena-Leiter hier. Wenn gerade wieder neue Saison ist, wo die ganzen Arena-Challenger kommen. Mega nervig, zumindest am ersten Tag. Gut, dann, wo ist denn das kleine Voldi? Da ist das kleine Voldi. Ja, Wollwoll. Wollwoll. Ich frage mich auch gerade, was diese ganzen Steinstatuen hier sollen. Also die sehen ja so ein bisschen aus wie von Stonehenge. Aber was die hier genau sollen? Keine Ahnung. Die sind hier voll überall. Da liegt schon wieder irgendwas rum. Ein Blattstein. Damit könnten wir unser Evoli entwickeln.
Oder ein Bisaflor. Diese rätselhaften Steingebilde, wurden sie von Menschenhand geschaffen oder doch eher von Pokémon? Ja, you'll never know. Vielleicht ja auch von Aliens. Sind Pokémon Aliens? Gute Frage. Okay, hier waren auf jeden Fall Aliens am Werk. Seht ihr die Dinger da am Berg? Danke, Voldy. Woll. Eine Alienlandschaft. Super, dass du extra vorbeigekommen bist. Ich brauche hier deine Meinung. Glaubst du, diese Dinger da kommen von Alien auf dem Berg? Was glaubst du, dass sie darstellen sollen? Na, das Dynamax-Phänomen. Ja, das ist eine mögliche Interpretation. Das könnte ein dynamaxiertes Pokémon sein, aber die Leute, die vor 3000 Jahren gelebt haben, sollten eigentlich nicht mal wissen, was Dynamax überhaupt ist. Sie hätten mehr als nur eine blühende Fantasie gebraucht, um solch eine präzise Abbildung davon zu erstellen. Ja, Aliens wissen alles. Vor langer, langer Zeit erschien ein schwarzer Wirbel am Himmel über Galar und gigantische Pokémon begannen, in der Region zu wüten. Die Leute nannten den Wirbel Finstere Nacht. Was mag das wohl gewesen sein und was hatte der Wirbel mit den Dynamax-Phänomenen zu tun? Fragen über Fragen. Und wie es aussieht, ist es mein Job, Antworten auf sie zu finden. So viel Arbeit, nur weil mir meine Großmutter ins Gewissen geredet hat. Naja, danke auf jeden Fall für deine Hilfe. Ja, meine Ligakarte. Nee, von Yarrow die Ligakarte. Na gut. Der ist übrigens auf Pflanzen-Pokémon spezialisiert, falls du das noch nicht wusstest. Also setz am besten Feuerkäfer und Flugattacken ein. Das ist so lame, dass sie das auch noch einen immer wieder sagen müssen, was gut gegen diese Typen ist. Ich find das merkwürdig, Leute. Tafelwasser. Oh, komm, für alle hier dran gedacht. An die Pokémon, an die kleinen Kinder und an die größeren Kinder. Finde ich gut. Meine Theorie ist ja, dass Pokémon dabei geholfen haben, die Geoglyphe zu erschaffen. Wie kann es sein, dass eine vor Ewigkeiten angefertigte Geoglyphe heute noch existiert? Ich komme einfach nicht aus dem Staunen heraus, aber wenn ich zu viel drüber nachdenke, platzt mein Kopf. Hier gibt es auf jeden Fall noch witzige Sachen. Guck mal, ich bin ein Raffel. Das kleine Kind lacht einfach. Will aber ein Foto machen. Achso, da gibt es doch sogar eine Taste für, nicht wahr? Hier, hab Foto gemacht. Und da bin ich leider zu klein für. Das ist ja lame. Okay, also sie wollte mir eigentlich nur Story beibringen und sagen, dass das Pflanze ist. Wusstest du, dass irgendwo in Turfield ein Schatz vergraben liegt? Ich habe diese Karte hier, auf der angeblich steht, wie man sie findet. Mit Monumenten, die aus dem Boden sprießen, musst du geschwind den Kreislauf schließen. Erst Pflanze, dann Stärke, danach Schwäche. So findest du den Schatz auf dieser Fläche. Okay, habe ich mir mal aufgeschrieben? Vielleicht ist auf den Hieroglyphen irgendwie Symbole drauf? Das hier sieht aus wie Stärke. Kann man die ansprechen? Das ist keine Ahnung, was das darstellen soll. Kann man sich die angucken? Ah, den Stein ist ein Wort eingemessen. Feuer. Ja, Feuer ist falsch. Hier ist Wasser. Okay, also doch nicht Stärke. Flug. Hä? Pflanze, Stärke, Schwäche. Ja, und wo ist hier Pflanze? Gift. Also die Stärke von Pflanze ist Feuer. Und die Schwäche von Pflanze ist Feuer. Hä? Nee, warte, also Pflanze ist gut, also stark gegen Wasser und die Schwäche von Pflanze ist Feuer. Jetzt muss ich halt nur eine Pflanze finden. Okay, ich denke einfach mal, also wir nehmen als erstes Gift, dann die Stärke von Pflanze, das ist Wasser. So, und dann die Schwäche von Pflanze ist Feuer. Anscheinend falsch. Guck mal, hier ist auch noch einer, den habe ich ja gar nicht gesehen. Ist das hier Wasser? Unlicht. Und du? Pflanze! Okay, also Pflanze, dann wieder die Stärke von Pflanze ist Wasser, also er ist gut gegen Wasser, aber schlecht gegen Feuer. War doch richtig, muss ich hier noch irgendwas anderes machen? Ja lol, jetzt hat es einfach funktioniert. Ich habe genau dasselbe gemacht wie eben. Pflanze, Wasser, Feuer. Okay, im Boden ist etwas vergraben, ein Expertengurt, cool. Ein Item zum Tragen, dieser alte Gürtel verstärkt sehr effektive Attacken, sehr effektive Attacken. Das ist ja voll OP. Ja Digga. Weißt du, was ich mache? Ich gebe das JC. Weil der ist ja jetzt gegen Pflanze mega gut. Und dann macht er jetzt noch mehr Damage. Und dann kriegt Nickel einfach die Plateauschuhe. Warum nicht? Und an sich haben wir noch kein Pflanzen-Pokémon. Wir könnten Evoli pflanzivieren. Was ist denn die Pflanzenform von Evoli? Ist aber wirkungslos, also auch egal. Gut. So, wir haben das Rätsel gelöst. Da bin ich doch schon mal sehr froh drüber. Aber warum hat das beim ersten Mal nicht funktioniert? Richtig weird. Gut, dann setzen wir natürlich noch JC kurz nach oben. Bisschen lame, dass er noch nicht aufgestiegen ist. By the way, wir könnten eigentlich unsere Bonbons hier mal einsetzen. Ich habe gesehen, wir haben so ein paar EP-Bonbons. Wir haben 5 Stück davon, die kriegt jetzt alle JC. Ja, alle 5. In der Hoffnung, dass er eventuell mit Level 20 sich entwickelt. Und Fußstrahl will er auf jeden Fall erlernen. Das darfst du bestimmt. Statt Aussetzer. Ja, mach das mal.
Aber will sich nicht entwickeln? Ist das dein Ernst? Na gut, ein Versuch war es wert. Dann jetzt endlich zur Arena-Challenge. Aber davor muss Hopp natürlich uns nochmal voll labern. Gib dir das, Dizzy. Ich hab den Pflanzenorden. Geil, oder? Ja, ich bin nämlich unschlagbar. Oh nein, er will schon wieder gegen mich kämpfen. Lass mich doch erstmal... Okay, er will doch nicht gegen mich kämpfen. Das ist gut. Locker will der aber nach mir kämpfen, nachdem ich hier den Orden bekommen habe, mit mir kämpfen. Okay, let's go. Ich bin sehr gespannt, wie die Arenen in diesem Spiel aussehen. Okay, es geht noch gar nicht los. Aber hier ist wieder so ein Balltypi. Hallo, ich bin Balduin. Ja, kriegst einen tollen Ball. Ein Freundesball. Okay, also diese Bälle immer ansprechen, die schenken einem immer irgendwas. Da will ein Galar-Mauzi haben gegen ein normales Mauzi. Ja, von mir aus, das Galar-Mauzi ist sowieso hässlich as fuck. Aber pass gut auf es auf. Witzig. Und ich krieg ein normales Mauzi dafür. Geil. Gibt's ein normales Mauzi? Münzi-Ball hat das einfach genannt. Gibt's eigentlich ein normales Mauzi hier zu fangen? Ich habe jetzt auf jeden Fall zwei normale Mauzis. Weil es gab ja noch so ein Dynamax-Mauzi irgendwie, wenn man das Spiel relativ früh gekauft hat. Okay, die labern hier alle nur Schwachsinn. Und was gibt's hier noch im Shop? Denselben Scheiß wie immer, alles klar. Oh, hier kann man sich noch umziehen. Der Uniformladen. Ach so, damit man bei den Arena-Challenges auch nochmal anders aussieht. Das ist ja auch cool. Was, das sind ganze Uniformen. Man kann ja auch nur Uniform kaufen. Eine Geisteruniform, eine Eisuniform, eine Käferuniform. Die sieht ganz cool aus, finde ich. Stahluniform. Psychouniform. Elektrouniform. Bodenuniform. Okay. Aber die sind so sau teuer. Und dann habe ich ja gar kein Geld mehr. Ja komm, so eine Geisteruniform. Die ist schon drin. Danke. Wir kriegen ja sowieso gleich Geld. Passt schon. Okay, so, jetzt bin ich gespannt. Sie sieht auf jeden Fall sehr gelangweilt aus. Ach, so viele Trainer heute. Hoffentlich kommen heute nicht noch mehr. Oh, noch ein Arena-Challenger. Willkommen. Lass mich dir erstmal den grundsätzlichen Ablauf der Arena-Challenge erklären. Das Ziel der Arena-Challenge besteht darin, die verschiedenen Arena-Missionen zu bewältigen und die Arena-Leiter zu besiegen. Von jedem Arena-Leiter, den du besiegst, erhältst du einen von insgesamt 8 Arena-Orden. Okay, cool. Darf ich rein? Ach, möchtest du dich gleich versuchen, ja? Oh ja, bitte! Gut, dann solltest du zuerst mal in deine Uniform schlüpfen, das ist die Arena-Missionspflicht. So, ja, bin Nein, ich wollte eine andere! Wieso hat er jetzt diesen Scheiß an? Dann kann ja die Arena-Mission beginnen. Sag mal, was du drauf hast. Darf ich mich damit... Ich habe gerade eine coole Arena-Uniform gekauft und darf die jetzt nicht anziehen, oder was? Ist das dein Ernst? Ich gebe hier 18.000 Poké-Dollar aus und darf die nicht mehr anziehen. So, ich bin sehr gespannt. Erste Arena, die soll ja in diesem Spiel auch krasser sein. Also auch so mit Rätseln und sowas. Oh mein Gott, ist die groß. Das ist schon wirklich richtig cool. Stellt euch das mal vor, wenn ihr da so ein Arena-Challenger wärt und einfach die ganze Welt nur auf euch wartet, dass ihr da so diese Arena-Challenge machen könnt. Das ist wie so ein riesiger Freizeitpark. Voll geil. Die Mission, die der Arena-Leiter von Torfield für die Challenge vorgesehen hat, besteht darin, diesen bockigen Volley zu dieser Heuballenwand zu treiben. Okay, krasse Challenge. Ich bringe sogar der Schiedsrichter. Stuart lautet mein Name. Meine Aufgabe ist es, den geregelten Ablauf der Arena-Mission zu überwachen und die Ergebnisse der Kämpfe weiterzuleiten. Nun denn, möge die Arena-Mission beginnen. Darf ich mich bitte nochmal umziehen? Das wäre mir ein krasses Anliegen. Sorry, Leute. Ich muss hier nochmal raus. Ich möchte bitte aufgeben. Nein, ich muss von ganz von vorne beginnen. Fuck. Na gut. Das Risiko gehe ich kurz ein. Ich will diese Geisteruniform anziehen. Wieso geht das denn nicht? Weißt du, dass ich die besitze? Dann rüst sie die doch aus, bitte. Was soll denn der Schwachsinn hier? Grrr. Kann mir das noch irgendjemand erklären, wie ich meine Arena-Herausforderer-Trikot-Dingsbums hier annehme? Okay, wir müssen auf jeden Fall die Volleys dahin hinbringen. Das ist ja super schwer. Oh mein Gott. Okay, geschafft. 20 von 20 Volleys zum Heubein gebracht. Geil. Fressen das jetzt auf? Nein, natürlich machen sie eine Kopfnuss. Achtung, Voldi, da kommt eine Schar Wollis an. Muss ich gegen das Voldi kämpfen? Ach, der, okay, ja, verstehe. Ist natürlich ein Schäferhund, also mehr oder weniger. Deswegen will er mich hier dran hindern, die Wollis da hinzubringen. Und da ist auch schon der erste Arena-Leiter. Also nicht Arena-Leiter, aber Arena-Trainer für den Arena-Leiter. Ich frage mich ja, ob ich mit dem Voldi irgendwas machen kann. Hallo, Voldi. Nee, okay. Dann müssen wir aber anscheinend trotzdem kämpfen. Willkommen, Arena-Challenger. Wenn ich mit dir fertig bin, suchst du sofort das Weite. Aber nimm's nicht persönlich, das ist mein Job. So, Jay, jetzt kannst du endlich mal zeigen, was du so drauf hast. Und ich hoffe, du bist sogar so cool und entwickelst dich einfach in dieser Arena-Challenge noch weiter. Wie geil wäre das denn?
Wow, Cortini, One-Hit. Easy Game, so wird es jetzt einfach die ganze Zeit weitergehen. Das war's schon, wir hatten ein Pokémon, Gigi. Du und deine Pokémon seid eine Einheit, so wie es sich für deine Arena-Challenge gehört. Anscheinend ist das sein, Voldi, höchst interessant. Und wir weichen nach links aus und wir gehen weiter. Los, meine Voldis. Wollt vor euch hin und her und geht dann... Nein, 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 warte, Moment, das ist jetzt doof. Das ist jetzt richtig doof. Ihr müsst da alle rein, alle 20, ja, alle 20, du auch. Wow. Wenn jetzt jede Arena so aufgebaut ist, dass da irgendwie so ein kleines Gimmick drin ist, dann ist das schon witzig. So, aber hier ist trotzdem noch ein Typ und ich nehme jede Erfahrung mit, die ich mitnehmen kann. Oh, deine Pokémon haben doch bestimmt Lust, ein bisschen Frust abzulassen und ungehemmt ein paar Attacken zum Besten zu geben, oder? Klar. Also nicht alle, sondern nur Jay, aber passt schon. Ein Knospi. Wahrscheinlich langt sogar eine Glut, oder? Blau. Nein. Also doch, lieber Einäschern. Obwohl, okay, krass. Das ist sehr effektiv und dieser komische Expertengürtel verstärkt ja sogar sehr effektive Attacken jetzt. Krass, dass Einäschern tatsächlich so viel heftiger ist als Glut. Das war's mit Knospi. Was hast du noch? Ein Myrapla. Nee, wir bleiben bei JC. Ich werde JC jetzt in dieser ganzen Arena drinnen lassen. Ist ja wohl Ehrensache, weil JC davor nicht wirklich glänzen konnte. Jetzt muss er halt in der Arena-Challenge glänzen. Krass. Der hält einfach einen Einäschern aus, läuft beim Myrapla und er heilt sich sogar für ein oder zwei Leben. Heftiger Typ. Gut, noch eine Blut hinterher und dann ist er auch weg. Aber so krassen Levelunterschied haben wir hier gar nicht. Also drei Level sind wir nur da drüber. Momentan. Ich kann mir so vorstellen, dass der erste Arena-Leiter so bei Level 20 bis 22 ist. Irgendjemand will eine Sternschauer erlernen. Sehr gerne. Wer denn? Evoli. Ja. Statt Routenschlag. Wow. Wow. Das wird ja das Voldi in der Pfanne verrückt. So, dann geht's weiter. Hier sind zwei Voldis am Werk. Wir folgen einfach mal dem komischen Voldi hier. Oh, geh nach links und dann können wir nämlich weitergehen. Obacht, ich habe hier eine Schar Voldis. Bitte stören Sie mich nicht. Ich habe zwei Voldis verloren. Jetzt habe ich drei Voldis verloren. Das ist ein bisschen lame. Muss ich gleich nochmal einsammeln. So, ihr bleibt da bitte alle. Danke. Moment. Voldi, zurück. Zurück mit dir, du böses Tier. Oh, meint ihr, man kann Voldi-Fußball spielen? Locker gibt es Voldi-Fußball in diesem Spiel. Ich hätte so Bock auf Voldi-Fußball jetzt. Apropos komische Gimmicks in Pokémon-Spielen. Welches Gimmick fandet ihr bisher am besten? Also ich persönlich fand die Unterwelt am besten bei Platin und Pearl. Und die Talentshow bei, keine Ahnung was, bei irgendeinem anderen Pokémon. Das waren meine witzigsten Gimmicks, die ich so kenne. Ein Flubberl. Okay, den äschern wir mal ein, weil er so süß ist, wird er eingeäschert. Du darfst nicht süßer als JC sein. Und noch ein Myrapla. Da komme ich doch mit klar. Nochmal einäschern. Mann, bist du stark. Jetzt darfst du dich freuen. Als nächstes wartet der Arena-Leiter auf dich. Nur drei kleine Trainer hier. Hab ich aber mehr erhofft. Ups. Ach, guck mal, die Voldis gehen sogar zurück, wenn man den die Challenger hier besiegt. Damit das mit den Voldis einfacher wird. Blam, riesiger Heulbein weg und da splitten sie sich auf zur Seite. So, JC hat, glaube ich, nicht mal ein Leben verloren, oder? Ja, doch ein paar. Drei Leben davon. Stimmt, da war ein Absorber dabei. Ich erinnere mich. Na dann schauen wir mal, ob der Arena-Leiter ein bisschen mehr drauf hat. Und ob der auch noch eine Challenge für uns hat. Ja, du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt kommt der Arena-Leiter. Von Thorfield. Ach du Scheiße, sind hier viele Leute, die zugucken. Ob das immer nur an speziellen Tagen ist, wenn man die herausfordern darf? Das ist aber ein ganz anderes Feeling mit diesen Arenen. Ich finde das so toll. Ein bisschen merkwürdig, dass er keine Nase hat. Haben wir eigentlich eine Nase? Muss ich gleich mal drauf achten. Und ich find's doof, dass ich jetzt 18.000 ausgegeben habe für ein richtig cooles Trikot und er das einfach nicht anzieht. Voll der Scheiß. Erstmal D-Abo für Pokémon.
Mein Arena-Stadion ist die erste Anlaufstelle für alle frisch gebackenen Arena-Challenger. Deswegen bin ich der schlechteste Arena-Leiter von allen. Naja, du scheinst auf jeden Fall ein gutes Gespür für Pokémon zu haben, also sollte es kein Problem sein für dich, mich zu besiegen. Aber Obacht, ich kann vielleicht deine vexieren, haha. Auseinander, in 3, 2, 1 umdrehen und Schuss. Doch nicht? Okay. Das war auf jeden Fall wie bei so einem Duell im Wilden Westen. Wieso fordert er mich heraus? Ich fordere ja wohl ihn heraus, aber okay. Von mir aus, dann halt so rum. Ja, aber auch noch ein Cortini, alles klar. JC, du schaffst das schon, irgendwie. Oh, mein Dynamax-Armband, was geschieht hier? Okay, also ganz offensichtlich können wir Dynamaxieren in dieser Arena. Hält 3 Runden lang an und man bekommt dann andere Attacken, nämlich Dynamax-Attacken. Und die lösen je nach Typ einen zusätzlichen Effekt aus. Aber der Typ hat halt nur 2 Pokémon. Ja, ich würde am liebsten jetzt einfach wir Dynamaxieren einfach mal. Okay, JC, du bist Dynamaxiert. Setze deinen... Achso, seine Feuerattacken werden jetzt zu deine Brand. Er hat also nicht mehr ein Äschern, sondern deine Brand. Das ist so cool. Guck mal, ach, das ist eine Kamera, die hier rum und her wischelt. Okay, warte, wir lassen das mal ein bisschen auf uns einwirken, was die Kamera so macht. Find's cool, dass sie auch eben noch mal kurz in den Zuschauerrängen waren und sowas. Musik ist eigentlich auch ganz geil. Verschiedene Kamerawinkel. Okay, so, deine Brand. Warum wird er nicht größer? Oh, jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's ab. Dynamax JC. Zu was Dynamax JC nun mal so macht. Okay, wird einfach nur größer. Es gibt auch richtige Dynamax-Formen, also wo die Pokémon nicht nur größer werden, sondern auch anders aussehen tatsächlich. Er hat jetzt mehr Leben, er sieht größer aus, er hat eine komisch unheilvolle Aura um sich. Und seine Feuerattacken werden halt zu 9 Attacken. Damit haben wir Cortini einfach gewone-shottet, alles klar. Das ist doch super unfair. Kann er dann bitte seine Pokémon auch Dynamaxieren, damit es wenigstens ein bisschen spannend ist? Oh mein Gott, ein Kotomi. Nee. Hält ja für 3 Runden, alles cool. Haha, wir sind zäh und ausdauernd. So leicht lassen wir uns nicht unterkriegen. Wenn das jetzt auch wieder so klein bleibt, ist das eine Zecke? Sieht aus wie eine Zecke. Dynamaxier dein Pokémon doch bitte. Ach, guck mal, wir haben noch eine Dynawall und einen Dynaangriff. Ich setze mal die Dynawall ein. Ich lasse ihn die Chance, sein Pokémon zu Dynamaxieren. Okay, er macht das tatsächlich. Zeit für Dynamax. La 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 la. Das ist wirklich cool. Also die Stimmung ist viel geiler als in den älteren Pokémon-Teilen. Da kannst du nichts sagen. Und irgendwie ist dieses Dynamaxieren irgendwie bescheuert, aber irgendwie auch geil. Ich weiß, sie machen einfach nur die Pokémon größer, aber irgendwie hat's was. Es hat wirklich was. La la la. Tja, ich wall mich aber. Dann zeig mal, was du kannst. Sieh zu und staune, hier kommt eine Dynamax-Attack. Deine Flora. Gibt's ja gar nicht, aber ich habe sie abgeblockt. Weil ich ein krasser Typ bin. Oh, dann nochmal den ersten Dynabrand. Wird wahrscheinlich genau derselbe Dynabrand sein wie auch beim ersten Mal. Wow, stirb, Kotobi. Er überlebt es sogar. Heftig. So, dann zeig mal, was deine Flora kann. Oh nein! Nicht die deine Flora. Gibt's ja gar nicht. Vor allem, dass die Trainer da unten einfach stehen bleiben. Wenn da so ein riesiger Feuerball irgendwie rumschleudert. Cool, ich heile mich sogar. Das ist ja nett von dir. Beide heilen sich. Das ist eine sehr nette Attacke. Nein! Stimmt, das war ja schon die dritte Form. Die dritte Runde. Oh mein Gott, JC. What are we doing now? Escher hinein. Oh Gott, das wird jetzt sehr viel weniger Damage machen. Gar nicht so viel weniger. Oh oh. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass JC tatsächlich stirbt. Oh, nein, JC! Okay, er hat es zumindest überlebt. Seine Verteidigung wahrscheinlich. Ne, Initiative. Ich hoffe, die Initiative ist jetzt nicht so weit runtergegangen, dass... Okay, seine Dynamax-Form geht auch weg. Dass sein Kotomi als erstes angreift. Denn das wäre schlecht. Naja, wir äschern ihn ein, auf das du... Nein, als ob du als erstes angreifst! Okay, aber mit einer Attacke, die halt gar keinen Damage macht, das ist in Ordnung. Jetzt wirst du eingeäschert, auf dass du Kotomi nie wieder einsetzen kannst. Wow. Und das war ganz offensichtlich die erste Arena. JC wird Level 21, vielleicht entwickelt er sich.
Mamon versucht erstmal noch Tiefschlag zu erlernen. Jemand scheint doof ist, also nehmen wir sie nicht mit. Arena-Leiter Yaro wurde besiegt. Ja, wir sind die Allerbesten. JC, du hast das gut gemacht. Ach, so verweckt unsere ganzen Pflanzenpower. Du bist ein beeindruckender Arena-Challenger. Boah, jetzt haben wir locker wieder über 10.000 Poké-Dollar. Voll nice, dass man da so viel Geld verdient. Du hast dich richtig in diesen Kampf reingekniet und jetzt erntest du die Früchte dafür. Du hast im Rahmen der Arena-Challenge einen Arena-Leiter besiegt und deine Leistung zu Ehren verleihe ich dir hiermit den Pflanzenorden. Wir haben eine Nase, er hat einfach keine Nase. Dafür hat er sehr große Hände. Dieser Orden ist ziemlich hässlich, muss ich sagen. Aber okay. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 25 nur fangen. Davor war es Level 20, nur 5 Level erhöht. 8 Orden musst du dir erkämpfen, wenn du die Arena-Challenge siegreich abschließen willst. Viel Erfolg dabei, geh und zeig den anderen Arena-Leitern, was du drauf hast. Ach, und herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Arena-Leiter Yaro Desi. In einer Kanne deiner Leistung erreiche ich dir diese TM, bitteschön. Zauberblatt! Magischer Blattangriff, dem nicht auszuweichen ist. Ach du, kommst du aus in den Yaros Uniform? Aber bevor du fragst, das ist natürlich nicht das Original, sondern nur eine Nachbildung. Nicht die vollgeschwitzte Uniform von Yaro, das ist aber lame. Boah, warum hat er 6 Pokebälle und setzt dann aber nur 2 im Kampf ein? Das ist doch voll scheiße. So, deine Information, Dizzy, ich habe mich gar nicht richtig angestrengt. Bei Kate wirst du es nicht so einfach haben. Geh auf Route 5 und du gelangst dorthin. Eventuell wird sich noch ein Abstecher in die Naturzone lohnen, denn du kannst ja jetzt Pokémon bis Level 25 fangen. Na ja, so viel dazu. Jetzt steht er einfach draußen. War ich der letzte Challenger, oder was? Na gut. Aber warum konnte ich mich denn jetzt nicht umziehen? Das ist doch richtig kacke. Wozu habe ich denn jetzt 18.000 ausgegeben? I hate you. I hate everything. Gut, ja, also das war dann anscheinend die erste Arena. Und die hier links meinte, sie würde ihren Namen sich merken, wenn ich die Arena-Challenge gewinne. Du bist Dizzy, oder? Das war super. Ich bin jetzt dein Fan. Guck, haben wir schon den ersten Fan. Immerhin eine Person, die mich mag. Und das bedeutet, wir werden nach Route 5 gehen in der nächsten Folge. Das war jetzt natürlich sehr lame, weil wir einfach krassen JC hatten, der einfach alles eingeäschert hat. Aber so rein von der Aufmachung fand ich die Arena-Challenge auf jeden Fall ganz nett. Bisschen wack, dass wir jetzt nur bis Level 25 tatsächlich Pokémon fangen können. Zumindest 10 Level hätten die höher machen können, oder? Das wird dann auch passen mit 8 Arena-Orden, dass man dann von 20 bis 100 halt hochgeht. Aber naja, dann ist das halt so. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, was ist mit dieser Folge. Das nächste Mal geht es dann hier auf jeden Fall weiter. Und wir gucken, was passiert in Route 5. Und ja, dann, wenn euch der Fall gefallen hat, lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Mal, euer Dizzy. Tschüss. Au.